ne, diese nur zu entschlüsseln, für sich individuell, ist Teil einer Aufgabe, die du dir nehmen kannst. Ist alles da. In Deutschland herrscht Krieg der V-Männer und Agenten. Und das schon. Seit vor der Erfindung Deutschlands. Krieg der Spione. Richtig, es gibt nur eine Wahrheit, die Wahrheit. Und die Wahrheit befreit. Alles gut? Super. Och ja, am liebsten gut. Ja, ja. Was will man machen heutzutage? Das Beste draus. Genau. Fantastisch, schönen Tag. Es nehmen, wie es kommt. Richtig, das ist richtig. J-Love, du redest über V-Männer. Du gerade, du Mister Aussagenmacher. Naja, also welche Aussage habe ich denn gemacht? Zeig mir eine Aussage, die ich unterschrieben habe irgendwo. Und schuster dir keine mit irgendwie KI zusammen. Genau, ich sag die Wahrheit. Nur weil du die Wahrheit nicht magst, heißt das nicht, dass nicht die Wahrheit ist. So. Guck mal, wenn ich ein V-Mann wäre. Also, guck mal, also nochmal, die Sache ist halt, es geht, das ist immer so lächerlich. Ich rede von echten V-Männern. Ich rede von Leuten, die bei der PKK sitzen. Die bei der PKK sitzen zum Beispiel und dann die, ne, zum Beispiel. Oder die bei der NSU sitzen oder die bei den Hells Angels oder bei Banditos oder irgendwo sitzen und die bespitzeln. Davon rede ich. Und die bekommen Geld dafür, von denen rede ich. Vielleicht bekommen die auch kein Geld und werden einfach nur Gedanken kontrolliert oder werden abgespeist, weil viele von denen dürfen ja auch konsumieren. So. Die dürfen ja alles machen, um nicht aufzufliegen. Es gibt auch die einfach, die sind bei den Drogenabhängigen. Die sitzen da. Da gibt es auch V-Männer. Was hast du gedenkst, ja? Geht, was für Terroristen, Mann. Terroristen, die ersten Terroristen wurden ausgebildet durch Otto Skorzeny. Hallo? Hey! Grüß dich. Jay Kaka, was geht? Wie geht's dir? Hallo? Ich wusste, dass du so einer bist. Wie geht's dir?